Unternehmens Wörth tagten die Pensionisten bei der Jahreshauptversammlung, um die Aktivitäten des vergangenen und des kommenden Jahres zu besprechen. Der große Festsaal im Schloss Freienthorn, wo früher einmal die Tiere des Gutshofs beherbergt waren, glänzt nun ein wunderbar renovierter Festsaal. Dort traf sich der Pensionistenverband Manswörth zum geselligen Beisammensein und natürlich um den Kassasturz des vergangenen Jahres zu präsentieren. Und so viel sei verraten, alles im grünen Bereich bei den Finanzen, weil... Es muss ja ausgehen, es bleibt gar nichts anderes über. Wir haben eine sehr strenge Kassierin und die ist spitze, muss ich sagen. Und die gibt uns schon vor, was wir machen und was wir nicht machen dürfen. Die sagt das schon. Die Zahl der Mitglieder kann sich sehen lassen. Wir sind jetzt 250 Mitglieder und ich hoffe, dass wieder steigend ist das Ganze. Wie viele Ehrungen wird es heute geben? Ja, es gibt heute ungefähr 30 Ehrungen. Ich selbst bin auch dabei mit 25 Jahren. Und ja, es wird bestimmt ein schöner Erfolg werden heute. Prinzipiell sind die Leute, die beim Pensionistenverband mit dabei sind und Mitglieder sind, sehr gut unterwegs, eben durch die Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft. Und die meisten, bis auf kleine Wehwehchen jetzt körperlich gesehen, wo ich leider keinen Einfluss drauf nehmen kann, geht es ihnen gut. Man merkt, es ist wirklich eine gute Stimmung hier, oder? Die freuen sich wirklich alle, dass sie zusammen sein können. Ja. Immer, also diese Veranstaltungen sind immer eine Wohltat, weil oft genug ist man ein bisschen mit Grantlern unterwandert, aber hier sind die meisten gut aufgelegt. Kein Wunder, gibt's doch jede Menge Pläne für gemeinsame Unternehmungen. Das nächste Jahr wissen wir noch nicht, aber für heuer wissen wir schon. Da haben wir jetzt in einer Woche haben wir einen Tagesausflug, das ist also alle Jahr. Dann haben wir Kulturtag, also ein Theater, dann fahren wir eine Woche Wanderwoche, haben wir den und dann haben wir wieder also Oktoberfest und die Weihnachtsfeiern. Wir vom Bezirk haben natürlich auch Wandertage, vom Bezirk der Steigerwald, der Vorsitzende und ich machen auch immer wieder Ausflüge und Verschiedenes vom Bezirk her. Und ich muss sagen, es ist ganz hervorragend, was der Pensionistenverband hier in Manswörth und im Bezirk Schwechat leistet. Was wird denn das nächste Highlight sein von den Ausflügen und Events her? Na, das nächste ist einmal nächste kommende Woche hier von Manswörth ein Ausflug in das Böllertal, Böllerberg und so weiter, Steiermark, ja richtig. Eine bemerkenswerte Arbeit, die der Pensionistenverband leistet. Und auch die jüngere Generation kann von den älteren Menschen so einiges lernen. Das Schönste, was ich gelernt habe, ist, dass Senioren sind einfach wunderbar direkt und ehrlich. Das, was kommt, meinen sie absolut ernst und ist auch dementsprechend so. Man kann irrsinnig viel Erfahrung von ihnen sammeln. Nachdem ich die Möglichkeit habe, auch die Ehrungen mit 1995, nächstes Monat sogar eine 100-jährige Dame mit dabei, ich bekomme irrsinnig viel Geschichte mit. Sowohl von Schwechat, sowohl die Kriegsjahre etc., wo ich sonst eigentlich überhaupt diese Informationen nicht bekommen würde. Wenn Sie die gute Stimmung da drinnen sehen, freuen Sie sich darauf, auch einmal Mitglied im Pensionistenverband zu sein? Ich verrate jetzt ein kleines Geheimnis. Bei einem unserer Pensionistenverbände habe ich mich schon einschreiben lassen, weil ich irgendwann ein 40-jähriges Jubiläum geehrt habe. Und diese Dame war so frisch, dass ich gesagt habe, wann hast denn du angefangen? Und sie hat gesagt, kannst schon, bist schon alt genug. Also bin ich Mitglied geworden, damit ich auch noch zu den Jubiläen komme.